Hallo Leute, ich hoffe, dass dieses Mal das irgendwie klappt. Ich habe jetzt schon mehrere Male versucht, dieses Video zu drehen, aber irgendwie ist heute voll nicht der Videodrehtag. Aber da ich diese Woche erst ein Video gedreht habe, dachte ich, ich muss trotzdem eins drehen. Und ja, normalerweise wollte ich auch heute das Frisuren-Special machen, aber irgendwie sitzen meine Haare heute so scheiße, denen kann man gar nichts zumuten. Und deswegen geht das nicht. Und ich möchte in diesem Video ein paar Sachen sagen, beziehungsweise erzählen. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Normalerweise könnte ich es wieder Mischmasch-Video nennen. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen scheiße. Aber okay. Also zum einen haben wahrscheinlich schon viele bemerkt, dass bei mir auch in den letzten Tagen viele Abonnenten dazugekommen sind. Ich glaube 300. Und das ist hauptsächlich eigentlich allein nur weil darum mich in ihrem Share the Love Video genannt hat. Und das ist so geil. Ich habe mir das so angeguckt und dann habe ich mich so gefreut. Und dann war ich so auf meinem Kanal und habe schon so gesehen, dass innerhalb der ersten Stunden irgendwie schon 100 dazugekommen sind. Und ich freue mich riesig. Also danke, 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 danke an darum und an meine ganzen Abonnenten, die dazugekommen sind. Und ja, das wollte ich nur einmal sagen, dass ich mich darüber sehr freue. Und ja, so, dann möchte ich etwas auf meinem Kanal ändern. Und zwar, vielleicht kennen das manche von euch schon, das ist so ein Moderator, glaube ich, nennt man das. Vielleicht verweckt sich das gerade auch. Auf jeden Fall ist das so ein Modul, wo ihr in Kommentarform Wünsche schreiben könnt, also Videowünsche, und dann können die anderen dafür abstimmen, ob also gut oder negativ schlecht. Und das würde ich gerne auch machen, weil ich glaube, dass es sehr gut ist, so zu sehen, was ihr gerne sehen wollt und was auch die meisten sehen wollen und was mir dann auch einfach Anregungen gibt. Und zwar habe ich mir das jetzt so vorgestellt, dass ich das gerne so machen würde, dass jeder eigentlich so viele Kommentare schreiben kann, wie er will, aber bitte pro Kommentar immer nur einen Wunsch, weil ich das einfach viel besser bewerten kann. Und ja, ich sag immer und ja. Und ja, irgendwie egal. So, und zwar würde ich auch gerne das so machen, beziehungsweise solltet ihr das so machen, dass ihr immer darauf achtet, ob irgendein Wunsch schon genannt wurde. Also nicht, dass jetzt irgendwie 10 Leute schreiben Favoritenvideos oder so. Also wirklich guckt, ob euer Wunsch schon genannt wurde und wenn ja, dann stimmt für diesen Wunsch ab und schreibt ihn nicht nochmal hin. Und das wollte ich nur einmal genannt haben. Ich werde das dann, wenn das Video oben ist, einstellen und dann könnt ihr auf meinem Kanal eure Wünsche schreiben und für die genannten Wünsche abstimmen. Und so. Dann möchte ich was sagen, und zwar zu meinem Namen. Ich frage immer sehr viele, wie ich heiße und so. Und so. Und ich habe es noch nicht gesagt, also für die Neuen, die das noch nicht wissen. Also nicht, dass jetzt wieder ganz viele kommen und mich fragen. Und zwar ist das so, dass ich ihn nicht so gerne nennen möchte, weil er relativ selten ist und ihr mich deswegen sehr schnell, glaube ich, ausfindig machen könntet. Ja, und mich hätte auch jemand gefragt, ob ich das nicht so machen könnte, dass ich den Anfangsbuchstaben nenne und dann ihr halt alle ratet und der gewinnt, dann irgendwie einen Preis kriegt oder so. Aber ich glaube, das würde nicht sehr viel was bringen, weil ich glaube, darauf kommt er echt nicht. Und aber ich habe mir trotzdem überlegt, dass ich ihn doch nennen möchte, weil ich weiß nicht, ich will ihn doch nennen, aber nicht jetzt sofort, sondern ab einem gewissen Zeitpunkt. Und zwar werde ich das ab einer bestimmten Abonnentenzahl machen. Ich weiß noch nicht genau, wie viel. Auf jeden Fall über 1000, weil sonst wird mir das zu schnell gehen. Sagen wir mal 1200. Also ab 1200 Abonnenten werde ich meinen Namen nennen. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen, obwohl ich nicht so genau weiß, was ihr denn damit anfangen werdet, keine Ahnung was. Und ich werde auch, ach egal, das werde ich dann sagen. So, dann habe ich einen kleinen Hort für euch, den ich euch jetzt vorstellen werde. Und zwar war ich bei Teddy, wo ich eigentlich
nie reingehe. Aber irgendwie war ich dann doch letztens da drin und habe mir dann 2 Ohrringe gekauft. Also es ist wirklich Mini-Haul. So sieht das erste Paar so aus. Relativ groß. Haben 1,50 Euro gekostet. Also ein Schnäppchen sozusagen. Und da habe ich mir noch eigentlich andere gekauft. So sehen sie aus. Die haben auch 1,50 Euro gekostet, aber meine Mutter hat sich die ausgeliehen und ja, jetzt ist das andere Teil weg. Ja, das ist sehr schön, aber sie wird mir das einfach nochmal kaufen. Also, das muss sie. So, dann, ja, dann möchte ich noch was sagen und zwar zu der Multi-Action. Ihr habt es ja in dem, ich weiß nicht genau, in welchem Video das war. Auf jeden Fall habe ich da gesagt, dass ich mir die gekauft habe. Und ja, jetzt möchte ich da gerne was zu sagen. Und zwar hatte ich ja davor diese hier, die von Maybelline Jade Falsche Wimpern Volume Express Mascara. Und ich hatte ja an der so bemängelt, dass sie die Wimpern nicht so toll trennt, also bei mir nicht, und sie relativ verkleben. Und ich finde auf jeden Fall, dass die an die heranreicht. Obwohl da schon ein gewisser Preisunterschied ist. Also die hat, glaube ich, 10 Euro gekostet und die 2,45 Euro. Also hat sich der Kauf auf jeden Fall gelohnt, weil für den Preis ist sie absolut gut. Aber ich finde auch hier, dass sie die Wimpern nicht so toll trennt und auch ein bisschen verklebt. Deswegen, das finde ich nicht so toll an der Multi-Action. Weil ich auch hauptsächlich das Problem habe, nicht so relativ dichte Wimpern zu haben. Und wenn die dann auch noch verkleben, keine Ahnung, dann habe ich da so 3 Härchen. Aber ich finde trotzdem, dass sich der Kauf gelohnt hat. Also ich würde sie schon jedem empfehlen, der nicht so viel Geld dafür ausgeben möchte. Aber ich glaube, ich werde mir, wenn die ganzen Wimperntuschen hier leer sind, also die 2 Stück leer sind, dann werde ich mir auf jeden Fall erstmal die Million Volume Lashes oder wie sie heißt, goldene kaufen, weil davon auch sehr viele prahlen ist das falsche Wort, also von der sind auch viele begeistert und ja, auf jeden Fall wollte ich das nur einmal gesagt haben. So, und dann war es das jetzt schon für dieses Video. Falls ihr mich fragt, was ich auf den Lippen trage, ich trage wieder diesen Lippenstift von der Limited Edition von Catrice. Jemand hat mir gesagt, wie sie heißt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Das C02 Crispy Crimson, habe ich schon in dem einen Video gesagt. Ich sag's jetzt nochmal. C02 Crispy Crimson. Ich sag das dann immer in einem Video und dann fragt mich dann noch irgendwer jemand, ja, was trägst du denn auf den Lippen? Ihr solltet einfach mehr aufpassen. Und darüber trage ich noch ein Lipgloss von Helena Rubinstein. Der ist so rot mit ganz vielen Glitzerpartikeln. Wobei man die Glitzerpartikel nicht so sehr auf den Lippen sieht. Ja, das war's. Okay, irgendwie weiß ich nicht, ob ich dieses Video jetzt hochladen werde. Das ist so scheiße. Aber wenigstens habe ich ein Video gemacht. okay, und deswegen verabschiede ich mich jetzt, weil ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Und wir sehen uns dann demnächst. Bye-bye.